Wir sind Fahrer und Lader zusammen. Und wir haben ca. 1000 Tonnen machen wir am Tag leer. Machen wir ein bisschen weniger, machen wir ein bisschen mehr, das ist unterschiedlich. Wir haben 17.000 Tonnen Restmüll im Jahr. Zusätzlich kommt da noch Papier zu und gelbe Säcke. Hier auf dem Wertstoffhof in Nordhorn ist immer eine Menge los. Rund 40.000 Bürgerinnen und Bürger kommen jährlich vorbei. Hier wird man so gut wie jeden Abfall los. Von der Batterie bis zum Wandschrank. Und das Beste ist, dass viele Abfälle wieder recycelt werden können. Meine Kollegen und ich helfen bei Fragen gerne weiter. Wir stehen hier im Eingangsbereich des Entsorgungszentrums. Im Hintergrund sehen Sie die Anlagen, wo wir eine umweltgerechte und vor allem ein recyclinggerechtes Behandeln der anfallenden Abfälle sichern. 1972 gab es das erste Abfallgesetz und nach hat man die alten Bürgermeisterdeponien geschlossen und hier an diesem Standort ein Entsorgungszentrum errichtet. Das ist nicht selbstverständlich, denn viele Gemeinden führen sowas nicht und wir haben hier letztendlich eine Situation geschaffen, wo wir umweltgerecht und vor allen Dingen auch im Sinne einer Planungs- und Entsorgungssicherheit auch eine bezahlbare Abfallwirtschaft geschaffen haben. Das Ziel einer mechanisch-biologischen Abfallbehandlungsanlage, kurz MBA, ist das Ausschleusen von brennbaren Abfällen und Metallen. Der Rest wird dann in der biologischen Abfallbehandlung verrottet und kann dann unproblematisch deponiert werden, da weder umweltschädigende Sickerwässer oder klimaschädigende Methangase entstehen. Die gesamten Abläufe und die Deponie selber sind so aufgebaut, dass keine schädlichen Umweltauswirkungen erfolgen. Dazu zählt die Sickerwasserkläranlage, die aus dem Deponiekörper das Sickerwasser nimmt, und eine aufwendige Deponieabdichtung, bestehend aus einer dicken Folie, einer Tonschicht und weiteren Schutzschichten. Abfälle, die hier abgelagert werden sollen, werden auf Schadstoffe untersucht und benötigen eine Zustimmung der Umweltbehörde. Hier in der Enschedestraße in Nordhorn befindet sich ein weiterer wichtiger Standort der Abfallwirtschaftsbetriebe. Unsere Disposition koordiniert hier kreisweit den Einsatz sämtlicher Abfallsammelfahrzeuge. Ferner befindet sich hier auch das Abfallbehältermanagement für die rund 100.000 im Umlauf befindlichen Abfallbehälter. Hier ist auch unser Kundencenter ansässig, wo unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sämtliche Fragen zum Thema Abfallwirtschaft gerne beantworten. Haben Sie ein Anliegen zu abfallwirtschaftlichen Themen, kontaktieren Sie uns gerne.